Tuffwerne 1D gegen Eimsbüttel 1D. Nee, mach mal Kamera aus hier, das ist ja schlimm, ne? Dann müssen wir nicht alles aufnehmen hier. Okay, Jungs, also. ETV, starker Gegner, wisst ihr, scheiß drauf. Wir konzentrieren uns auf uns, ja? Respekt, ja? Angst rein, Tempo, Vollgas, richtig füreinander kämpfen, richtig füreinander spielen. Und da rocken wir den Laden heute, okay? Denkt dran, was ich euch gestern gesagt habe. Motivation. Das geht heute nur über Motivation. Ihr wisst das vom HSV-Spiel, wisst das vom Basketball-Spiel. Nicht, dass die Wege hier durchgehen oder sowas. Steht eng beieinander. Okay? Die Außenverteidiger, ruhig auch eng hier stehen. Wir brauchen nicht hier ganz außen stehen. Ja? Wenn wir sehen, dass die rausgehen, rauslaufen, okay, dann laufen wir mit weiter raus. Ist okay. Achtet bitte im Zentrum drauf, dass wir hier wirklich immer versuchen, den Ball zu stören. Die sollen nicht schießen, möglichst nicht, und nicht durchkommen. Was machen wir, wenn wir mal keine Chance haben, das Ding spielerisch zu lösen? Max? Auch mal einen Dreckigen, okay? Einfach mal auch rausknären das Ding, scheiß drauf. Und jede Aktion wird gefeiert. Bitte Jungs, nehmt das ernst, feiert euch, okay? Seid zufrieden, wenn ihr was Gutes gemacht habt. Klopft auf die Schulter, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist, scheiß drauf, bitte macht das. Nur so können wir das Spiel komplett gut gestalten, okay? Also, dann haben wir die zwei hier vorne, wir machen das diesmal so rum, zwei hier und einer vorne, weil das ist unser Mittelfeld, das ist unser Sturm. Okay? Das Mittelfeld macht, was es immer macht. Vorne, hinten, schön, vorne und zurückkommt. Egal, ob ihr in der Mitte oder außen spielt, ihr geht vorne und nach hinten. Wenn gelaufen ist oder umgekehrt, wenn wir hier mit der Dränge sind, dann braucht der ein bisschen Ruhe. Gut, komm rein. So, dann, ne? Eigenständig Christian und so redet miteinander. Einzige Anweisung, die ich geben werde heute, ist, wenn dann, dass wir umstellen. Das heißt, ich. Den sagst du wieder, ich hätte es dir sagen sollen. Was erwarten Sie denn heute von dem Spiel eigentlich? Ganz ehrlich, das ist doch... Aber machen wir trotzdem, okay? Stammtorwart ist vielleicht da, soll uns aber nicht heißen, dass die jetzt dadurch extrem geschwächt sind, sondern einfach nur, dass wir vielleicht eine höhere Chance haben, ein Tor zu schießen. Okay? Ich will aber trotzdem, dass wir ein bisschen vernünftig erst geben. Ja? Alle verstanden? Konzentriert euch jetzt schon.
mal den Ball in, um die Hüften, festmachen und so weiter. Und dann ziehen wir den Ball raus und dann kommt er von draußen wieder rein und der von drinnen geht raus. Die draußen sind, bewegen sich ein bisschen. Seitwärts, Schritt oder was auch immer. Bietet euch an, redet miteinander, okay? Und ab jetzt fordern und jetzt will ich Kommunikation hören, okay? Redet miteinander. Alle klar? Gut, und los. Noch mehr Kommunikation, richtig. Heute nicht machen, ne? Wann denn dann? Also guck dir mal das an, eine Rumpftruppe jetzt hier. Eimsbüttel 3. Nicht 2, nicht 1, 3, sag ich 3, ne? Weil es nicht 2 und auch nicht 1. Ach, hör bloß auf. Thank you.
sehr gut. Wir starten, wie besprochen, mit der Viererkette hinten. Wir starten im Tor mit Max. Rechts hinten fängt Gordon an, bitte. Innenverteidigung Max und Aaron. Und links fängt Nick an, okay? Vorne die beiden Mittelfeld, Luis und Arash. Und im Sturm fängt Philipp an. Okay? Ich möchte bitte zuhören. Zwei Sachen. Ich möchte, dass ihr alle wirklich gemeinsam füreinander, miteinander Gas gebt. Motiviert euch wirklich, kann ich nicht oft genug sagen. Wenn wir den Ball haben, wenn wir Anschluss haben, okay, versuchen wir mal ein Trick, worüber wir wahrscheinlich nicht sprechen, dass wir das machen. Philipp, du startest den Anstoß, ja, spielst den Ball zu Luis zurück, dass er einmal mal drauf haut. Einfach nur am Anfang einmal. Einmal nur eine Chance. Einfach nur mal überraschen. Ich will, dass die... Hör zu, ich will, dass die sehen, genau, du läufst, also du spielst den Ball zu Luis zurück und dann rennst du sofort nach vorne. Ja, auf jeden Fall erstmal Fülle und du ballerst das Ding nach vorne und wir gucken, ob das, wo das Ding landet. Wenn wir den Anschluss bekommen. Wenn nicht, dann spielt ihr ganz normal. Okay? Ich will, dass ihr natürlich guckt, wie das Spiel läuft, bei denen auch und dass wir uns darauf einstellen. Wir dürfen aber auch unser Spiel machen, okay? Also ich will nicht, dass wir uns die ganze Zeit nur hinten reinschauen und Däumchen drehen. Ja, gerade die drei, die vorne sind, ja, bewegt euch gut. Und ihr dürft auch offensiv sein, okay? Okay? Ja. Okay, Jungs, dann ab auf den Platz und geht los, komm. Nochmal einen Kreis machen. Go!
gerade nochmal! Ja, gut, weiter, weiter! Aber spielt auf vier Spiel! Spitze den Ball noch! Arras drauf! Arras drauf! Arras übernimmt! Einer rauf! Gut! Arras spielt miteinander! Einer übernimmt, einer geht drauf! Komm weiter, Werde! Gut! Einer übernimmt, einer geht drauf! Genau so! Gute Ansage, Arras! Komm weiter, Werde! Arras, Luis, gut so, redet miteinander. Einer übernimmt, einer geht drauf. Ganz toll. Aber nimm dir ruhig eine Minute. Mach ruhig. Komm, Berne, weiter geht's. Thank you.
Gegenspieler! Philippe, wechseln einmal bitte. Gordon! 1, 2, 6, 3! Gut, da kommt gut!
Gut, schade! Weiter, Werner! Komm! Gut so! Ganz stark gespielt, ganz toll. Nein, nein, wir müssen Dreier kommen. Aber Jungs, kommt bitte zusammen. Geht bitte was trinken. Nein, wenn wir genauso spielen wie die, sind wir mit Spielerisch. Geht bitte was trinken. Entspannt euch. Trinken erstmal. Die Dinger kassiert haben. Alter Jungs, was ist los? Das war unnötig, unnötig. Aber egal. Okay, es ist nur 2-0, Jungs. Meinst du, wie nervös die sind? Habt ihr gesehen? Die sagen schon so, oh, guck mal, die sind nervös, die haben Angst. Wir müssen sich das einreden, damit wir irgendwie schlechte Laune kriegen oder so. Ist nicht, Alter. Wir machen das richtig geil. Okay, nächstes Mal machen wir das Ding und dann ist das Ding durch. Und was meinst du, wie nervös die dann sind? Die rechnen jetzt nicht damit. Versteht ihr das? Wir haben jetzt, ehrlich, wir haben 2-0. Alle Möglichkeiten, hier was zu reißen. Wenn wir zu früh aufmachen, kassieren wir mehr Tore. Ihr seht, wie offensiv wir sind. Ja, wir entscheiden das gemeinsam. Ich sehe, Philipp, du läufst dich da tot vorne. Ich sehe aber auch, ganz doll sagen, ihr beide macht das richtig stark und auch mit der Übernahme. Ja, der Große ist da immer und ihr übernimmt, ihr redet miteinander, so läuft das. Wenn die über außen kommen, einer bleibt bei dem in der Mitte, einer geht mit raus. Das müsst ihr auf beiden Seiten machen. Das läuft richtig, richtig gut. Komm, das ist richtig stark. Ehrlich gesagt. Jungs, ich würde gerne so weitermachen. Warum möchte ich so weitermachen? Weil wir wirklich gut stehen, okay? Wir sind wirklich gut dabei. Und je länger das so bleibt, desto nervöser werden wir. Glaub mir, ihr habt doch... Und denkt dann, ruhig auf 2-3, das war super. Ihr macht das richtig gut. Genau so läuft das. Okay? Okay? Ja! Okay? Ja! Okay, hört mal! Ja. 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 Ich darf hier nichts sagen. Halbzeit, ich darf nichts sagen. Aber es verpixeln wir ja. Ah, okay. Also ich sag mal tendenziell, also, den kann man schon mal machen. Den kann man schon mal machen. Also, aber naja, steckt man ja auch nicht drin. Ne? Ich kenne den Vater. Schwierig. Der hat ihn ja auch nicht gemacht. Also von daher. Ich guck mir jetzt die zweite Halbzeit an. Guck mal, da kommen die Gegner. Ich sag mal, du stehst. Hau das Ding rauf! Hau dich! Hau dich! Hau dich! Komm! Komm, Gordon!
euer Torwart, ich sag euch das. Mindestens eins auf jeden Fall. Monika, hey! Sicher, Yeah.
Einer rechts raus, einer links raus. Nicht in die Mitte bleiben. Philipp, geh weiter raus. Philipp, zieh dich weiter raus. Einfach mit der Nähe. Jungs, hoch! Come on.
Okay, Junge? Ja, okay. Komm. Los. Ja. Gib ihm Sülle. Gib ihm Sülle. Sülle, wir wechseln nochmal. Max! Lass ihn mal laufen! Ja, mach du los! 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 Ja
Komm, Berne, komm! Von diesem Halter oder vom letzten Halter?
Bitte alle gemeinsam zusammen zu den Eltern und applaudiert für die Eltern. Okay, die haben uns hier richtig auch nach vorne gefeiert. Okay? Max hat das immer gehört, der hat schon Ohrenschmerzen davon. Von den ganzen Skydiving. Okay, sehr gut. Also nochmal, richtig, richtig toll. Okay. Alle gemeinsam Getränke holen, alle gemeinsam bitte auf einen Haufen. Was sind wir? Kosti! Wer sind wir? Kostbälle! Wer sind wir? Kostbälle! Sehr gut! Tolles Ergebnis. Zwar verloren, aber richtig gut gespielt. Macht eure Hände frei, okay? Maradona zu sagen, komm mal, mal am Arsch weg. Naja, ansonsten weißt du ja, ich geh jetzt erstmal schön hier strecken, schnitzel extra Pommes auf dem Schrecken. Ne? Tschüss. Okay?